ich bin ein Mann, ich war schon immer einer und ich würde gerne Luca genannt werden und bitte akzeptiere das. Wenn man das durchgemacht hat, vor allem im Jahr der Pandemie, ne? Das ist wirklich, also das, wenn man das durchgestanden hat, ich glaube, dann kann man fast alles durchstehen. Heute gibt es bei Auf Klo ein richtig großes Wiedersehen, auf das ich mich wirklich freue. Wir hatten nämlich vor 3 Jahren schon mal Alicia und Luca zu Gast. Sie haben damals über das Thema lesbische Beziehungen gesprochen. Und inzwischen hat sich einiges verändert. Luca hat sich letztes Jahr als Transmann geoutet. Und genau darüber sprechen wir heute mit den beiden. Hello, wir sind Luca und Alicia. Und wir waren vor 3 Jahren schon mal hier auf Klo, haben damals über unsere erste lesbische Beziehung gesprochen in einem Video. Und ja, seitdem hat sich ein bisschen was verändert. Das ist richtig. Ich habe mich nämlich vor 2 Jahren ungefähr bei Alicia als trans geoutet. Sprich, ich bin ein Mann. Und das hat natürlich in unserer Beziehung einiges verändert und wir wollen heute so ein bisschen darüber sprechen, wie wir damit umgehen mit dem Thema. Wer würde eher über schlechte Witze lachen? Oh. Ja, wer macht eher schlechte Witze? Das bin ich. Wer würde eher ein Buch schreiben? Ich glaube, du. Nee, also das ich war, denke mal, ja. Ganz offensichtlich du. Ja, ich habe auch schon 4 Bücher geschrieben. Ich keins. Wer würde eher Bundeskanzlerin werden? Boah, nee. Also eigentlich keiner von uns. Absolut nicht. Ich bewundere tatsächlich jeden, der das macht, weil ich das einfach nicht könnte. Man steht ja permanent in der Öffentlichkeit und ja. Ich meine, wir stehen das auch schon. Und das bisschen, wie wir in der Öffentlichkeit stehen, ist mir manchmal schon zu viel. Wer würde eher eine Woche ohne Handy aushalten? Oh, du bist schon so ein Smombie, aber ich auch. Das ist ein Problem. Ich glaube, ich würde es halt eher aushalten, weil es bei mir nicht so die Bindung mit dem Job gibt, wie jetzt bei dir. Ja, ich gehe ja schon. Geh. Wo Warte. Gehst du jetzt hin? Weiß ich nicht. Du darfst mich nicht hören. Dann gehe ich ins Schlafzimmer. Okay. Wie hast du das Coming-out erlebt? Also ich muss sagen, das Outing gegenüber Alicia war kein Tag, sondern eher ein Zeitraum. Das Thema kam nämlich bei mir immer wieder an die Oberfläche und ich habe es immer wieder verdrängt, weil ich halt einfach Angst vor den Folgen hatte, was es für mich bedeutet, für meine Beziehung, für mein Umfeld, für den Job, für damals noch das Studium. Es gab nicht einen Moment, in dem ich gemerkt habe, dass Luca trans ist, sondern ganz viele kleine, die irgendwann zusammengeführt haben, also wie so ein Puzzle. Es ist so, wie man hält die ganze Zeit die Luft an und hat so das Gefühl, ich würde gerne an die Oberfläche und Luft holen. Und das habe ich immer kurz getan und bin aber wieder untergetaucht, weil ich zu viel Angst hatte. Er hat sich quasi ein Jahr vor dem eigentlichen Outing als genderfluid geoutet oder genderqueer, so von wegen, ich an manchen Tagen fühle ich mich mehr männlich, an manchen Tagen fühle ich mich mehr weiblich, an manchen Tagen bin ich einfach lost und weiß gar nicht. Für die Tage, an denen er sich als männlich gefühlt hat, haben wir blau verwendet. Für die Tage, für die anderen rosa. Und weiß war dann dieses Jahr, ich weiß gerade gar nichts. Ich war nicht stark genug zu dem Zeitpunkt, nicht selbstbewusst genug und dachte, ich habe jetzt damals 26 Jahre lang, 25 Jahre lang im weiblichen Körper gelebt. Es hat irgendwie funktioniert. Theoretisch kann ich es doch noch weitermachen. Und am Anfang war das noch sehr ausgeglichen und irgendwann wurde die Tabelle aber immer nur noch blauer. Also es gab irgendwann nur noch blaue Tage, wo ich dann auch gemeint habe, okay, ist es wirklich genderfluid oder ist es was anderes? Also ich hatte immer diese Hoffnung, dass ich mich vielleicht einfach irre und dass, ich weiß nicht, dass ich einfach so weitermachen kann wie bisher, weil das würde ja bedeuten, dass mein Safe Space erhalten bleibt. Und irgendwann habe ich gemerkt, das geht aber einfach nicht mehr, weil irgendwann muss man auch anfangen, nicht nur auf andere zu hören, sondern auch auf sich selbst. Und ich glaube tatsächlich, eine Beziehung zu führen, in der man sich selbst dauernd verstecken muss, aus Angst, dass irgendwann, früher oder später, wäre das ein Fallstrick geworden. Wovor hattest du Angst? Ich hatte vor allem Angst davor, dass Alicia damit nicht klarkommt. Ich hatte Angst davor, dass der Mensch, mit dem ich jetzt zusammen bin, sich so verändert, dass ich ihn nicht mehr attraktiv finde. Ich habe nämlich einen kleinen Hintergrund dazu. 2018 auf YouTube ein Video gedreht, in dem ich einen Tag als Mann verbracht habe. Damals war das Thema für mich auch schon, sage ich mal, präsent, dass es einfach so nicht mehr weitergehen kann. Ich fühle mich in meinem Körper nicht wohl. Da war immer diese Stimme im Ohr, die gesagt hat, da ist irgendwas nicht richtig und ich habe nicht verstanden, was. Und Alicia hatte damals in dem Video auch Stellung zu dem Thema genommen und meinte, dass sie sich das halt gar nicht vorstellen kann, mit einem Transmann zusammen zu sein. Ich hatte Angst davor, dass er irgendwie
dann, wenn er sich verändert, eben nicht mehr in mich verliebt ist. Und deswegen habe ich es immer wieder weggedrückt, weil ich sie nicht verlieren wollte. Wie hat sich diese Zeit angefühlt? Natürlich war das immer sehr emotional. Also ich erinnere mich an Szenen, wir lagen einfach im Bett und wir reden abends einfach gerne noch mal ein bisschen. Und dann kam das Thema hoch und wir waren beide total angsterfüllt und wir haben viel geweint, immer zusammen auch, weil wir ja beide wollen, dass es funktioniert und dass es klappt. Und ich glaube, Alicia hat irgendwann einfach gemerkt, wie viel befreiter ich bin, wenn ich so sein kann, wie ich jetzt bin. Und ich glaube, das war der springende Punkt, wo wir beide auch verstanden haben, das muss mein Weg sein und wir müssen einfach dafür sorgen, dass es funktioniert. Dieses Jahr war für mich sehr schlimm, also auf einer emotionalen Ebene, also sehr anstrengend, weil wir super viel miteinander geredet haben, sehr, sehr viel geweint, weil wir beide nicht wussten, was passiert da eigentlich, weil ich mir klar werden musste, was bedeutet das für mich. Luca musste sicher noch mal viel, viel mehr klar werden, aber bei mir war eben auch die Angst da, hier komme ich damit klar, bisher stand ich hauptsächlich auf Frauen, wie funktioniert das, was verändert sich da, und meine große Angst war wirklich, dass sich sehr, sehr viel verändert und der Mensch, mit dem ich zusammen bin, irgendwann nicht mehr der Mensch ist, den ich jetzt gerade kenne. Wie hat sich denn das für dich angefühlt, das Jahr, mein Outing-Jahr sozusagen? Ja, also ich würde sagen, eine Achterbahnfahrt ist entspannt dagegen. Ja. Ja, Höhen und Tiefen. Mehr Tiefen. Aber die Höhen waren deswegen ja umso schöner. Also ich muss sagen, es war somit eigentlich das schlimmste Jahr in meinem Leben. Das Jahr war vor allem deshalb so schlimm, weil halt der Outing-Prozess ein sehr, sehr schwieriger ist. Es ist sehr kräfteraubend, weil man muss sich jedes Mal wieder überwinden und es wird eigentlich nicht leichter, zumindest habe ich da die Erfahrung gemacht, dass es immer wieder schwer ist, sich jemandem zu öffnen und zu sagen, hey, ich bin ein Mann, ich war schon immer einer und ich würde gerne Luca genannt werden und bitte akzeptiere das. Letztendlich so Richtung Dezember hat sich ja dann alles gefügt und seitdem geht es eigentlich nur noch steil bergauf. Also, ich glaube, man muss ab und zu mal durch die Hölle gehen, um wertzuschätzen, was man wirklich eigentlich vom Leben hat. Wie hat sich eure Beziehung seit dem Coming-out verändert? Ich muss sagen, ich hatte ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass sie mich so sehr unterstützt. Ich bin aber umso dankbarer, dass sie es tut. In diesem Jahr habe ich dann auch gemerkt, wie stark Liebe eigentlich ist und wie sehr man sich in eine Seele von einem Menschen verliebt und nicht eben in das Äußere. Das Vertrauen, was ich davor schon in sie hatte, hat sich einfach noch mal viel, viel mehr gefestigt, verstärkt, und ja, das hat mir gezeigt, dass unsere Liebe in gewisser Weise einfach auch bedingungslos ist. Ich habe das Gefühl, dass sie mich jetzt richtig sehen kann. Das klingt blöd, aber er ist er selbst geworden. Also ich habe schon immer gewusst, irgendwas stimmt da nicht. Ich wäre niemals darauf gekommen, dass er trans ist, wirklich nicht, niemals. Aber als er es dann gesagt hat, war ich so, oh ja, ist klar, das ergibt vollkommen Sinn. Es war wie so ein Licht in meinem Kopf, was angegangen ist und was alles erklärt hat, was davor, wo ich mich gefragt habe, warum ist das so? Seit diesem Punkt ist er einfach er selbst, verstellt sich nicht mehr und das ist super schön und mit jedem Tag irgendwie wird er glücklicher. Jetzt, wo alles richtig ist, habe ich das Gefühl, dass sie auch so ein bisschen aufgeatmet hat. Wie hat sich unsere Beziehung verändert seit deinem Outing? Also ich würde sagen, dass wir halt in gewisser Weise nochmal die Beziehung auf ein neues Level gehoben haben, was das Vertrauen angeht, dass wir halt wirklich uns alles sagen können. Ich meine, was Krasseres kann man ja eigentlich nicht mitteilen. Ich habe ja auch einmal gesagt, also krasser kann es jetzt eigentlich nicht kommen. Wir haben dann beide überlegt, glaube ich, was das Krassere wäre, was jetzt noch passieren könnte. Aber ich glaube, das ist auch schon, also klar, es gibt immer irgendwas anderes, aber es gibt immer ungeplante Dinge. Das ist schon wirklich was. Wenn man das durchgemacht hat, vor allem im Jahr der Pandemie, ne? Das ist wirklich, also wenn man das durchgestanden hat, ich glaube, dann kann man fast alles durchstehen. Ja, also ich glaube, es hat uns einfach mehr zusammengeschweißt. Ich finde es jetzt einfach so schön, wie glücklich du bist, weißt du? Also das ist so, das habe ich vorhin auch gesagt, du bist jetzt einfach ein viel glücklicherer Mensch, du bist jetzt einfach mehr du. Und das ist ja auch für mich schön, weil das strahlt ja immer auf mich ab. Wie habt ihr euch als Einzelpersonen seit dem Coming-out verändert? Es hat sich schon so angefühlt, als würden wir uns quasi zusammen outen. Es war für mich fast genauso befreiend, würde ich sagen, wie für ihn, weil ich ja auch die ganze Zeit das Gefühl hatte, meine Familie anzulügen, weil ich immer noch den alten Namen verwendet habe und alte Pronomen. Und das hat sich irgendwann einfach so falsch angefühlt, weil ich wusste,
er heißt Luca und er möchte mit männlichen Pronomen angesprochen werden, aber er möchte noch nicht, dass es öffentlich ist, also muss ich halt, oder auch auf Instagram oder auf YouTube, muss ich das alte noch verwenden. Und das war jedes Mal dieses Gefühl, wie wenn man mit der Kreide auf einer Tafel kratzt, so in mir drin. Was etwas anders gelaufen ist, als ich dachte, war der Zeitpunkt, als ich Alicia mitgeteilt habe, dass ich Luca genannt werden möchte. Ich habe das nicht direkt bei meinem ursprünglichen, ja, Coming-out sozusagen gesagt, weil ich einfach noch zu viel Angst hatte, Luca zu sein. Und ich dachte dann ehrlich gesagt, dass sie damit mehr Probleme hat. In dem Fall habe ich einfach für mich gelernt, hier Sexualität ist sehr wandelbar. Und auch wenn ich immer noch sage, ich stehe hauptsächlich auf Frauen, gibt es auch Männer da draußen, die ich attraktiv finde. Und Luca ist sowieso nochmal von allen. Also wenn das hier die Welt ist, dann ist Luca irgendwo weiter weg. Und nur auf ihn bin ich quasi fixiert. Wie können PartnerInnen einen im Coming-out-Prozess unterstützen? Also wenn sich eine Person in einer Beziehung als trans outet, es ist immer natürlich für den Partner, denke ich, nicht so einfach oder für die Partnerin. Was aber ganz, ganz wichtig ist, ist, finde ich, offene Kommunikation, dass man wirklich auch seine Gefühle gegenseitig mitteilt. Vielleicht auch sowas wie unterstützen, jetzt zum Beispiel hier, soll ich mit dir ein Bein da raussuchen? Oder wenn man sich nicht traut, in die Männerabteilung zu gehen, ja, in die Männerabteilung gehen, da dann auch zusammen was raussuchen und auch vielleicht der Person sagen, hey, in dem Outfit siehst du total männlich, das ist auch blöd, aber total männlich aus, weil ich glaube, das freut dich. So, ja. Nicht versuchen reinzureden von wegen, ja, bist du dir aber sicher? Willst du das wirklich? Weißt du nicht, was da alles auf dich zukommt? Also das sind ja Dinge, die will man in dem Moment, wenn man sich outet, vielleicht eher nicht hören. Weil ich finde, das Outing ist wirklich immer so ein Peak. Man hat davor sich viele Gedanken drum gemacht und gerade sich als Trans zu outen, das macht man nicht einfach mal so locker, flockig, so ach ja. Gesprochen aus der Sicht von einer Partnerin ist es auch immer schön, wenn man aber auch was zurückbekommt, weil dieser ganze Prozess, es dreht sich ja sehr viel um dich, so, was total in Ordnung ist und ich bin sowieso ein Mensch, der gerne was für andere tut, aber ich finde es auch mal wichtig, wenn die andere Person das auch zurückgibt und das macht Luca ja auch, also dann immer sagt, hier, ich finde es toll, dass du mich so unterstützt. Das war's dann auch schon von unserer Seite aus, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin auf jeden Fall sehr, 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 sehr glücklich, dass ich mit Alicia in so einer tollen Beziehung bin, dass sie so unterstützend ist und den Weg mit mir gemeinsam geht. Das ist leider nicht immer der Fall. Nicht immer selbstverständlich. Wenn ihr da Probleme mit habt, schaut gerne mal in der Infobox vorbei. Da gibt es ein paar Links zu Beratungsstellen, an die ihr euch wenden könnt. Ja, ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Vielleicht sehen wir uns in 3 Jahren wieder. Man weiß es nicht. Ciao, ciao. Tschüss. Es ist wirklich schön zu sehen, wenn hier Leute nochmal zu Gast sind, was sich einfach so getan hat in den letzten Jahren. Und wenn ihr mögt, dann schreibt uns doch mal unten in die Kommentare, welche GästInnen ihr gerne nochmal hier wiedersehen würdet. Hier drüben kommt ihr jetzt noch zu einem Video von Reporter. Da geht es um das Thema als Transmann zur Gynäkologin gehen. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss!